Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner wollen uns Bauern zusätzlich mit 1 Milliarde Euro mit höheren Steuern belasten. Unzumutbaren Vorschläge, Besteuerung unserer Fahrzeuge. Wir sind schon belastet. Deutschland hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen. Das ist kein Einnahmenproblem, das ist ein Ausgabenproblem. Ich kann ihm nur einen Rat geben, der Außenministerin Annalena Baerbock zu empfehlen, dass sie nicht weiterhin deutsches Steuergeld in anderen Ländern verschenkt. Das Steuergeld muss vorrangig dafür verwendet werden, dass die Menschen, die die Steuerlast erbringen und deren Kinder Zukunft haben. Wir brauchen eine anders ausgerichtete Regierungspolitik. Wenn das nicht kommt, dann brauchen wir einen Regierungswechsel.